So, neue Folge Phasmophobia. Darum erstmal einen Schluck Kaffee und das Laden ging ruckzucki. Das ging flott. Ja. Und die Aufnahme ist seit 19 Sekunden an. Hast du dein Mikro rangenommen, denn du bist leiser auf einmal? Ja, natürlich habe ich es rangenommen. Okay, dann muss ich dir einfach lauter stellen. Ich dachte gerade, dass du es vergessen hast. Offene Mikro, also in-game das Mikro, ist ja auch auf Entfernung abhängig. Welche Map ist denn das jetzt eigentlich? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist leider nochmal Farmhaus, weil ich nur noch Asylantenheim und School hatte. Asylantenheim, Mann. Asylum. Asylantenheim, alles klar. Ich wusste doch was mit A. Asylum heißt das. Das müsste, glaube ich, die Schule sein. Foto, Spülbecken, Geister-Event, alleine. Aber eigentlich hatte ja die Auswahl zwischen Schule und Asylheim. Erst Asylantenheim, jetzt Asylheim, Asylum heißt das. Das müsste. Dann ist es das Krankenhaus. Das ist Asylum. CO2, du hast echt was verpasst. Der Darko ernsthaft. Darko hat zu Asylum ernsthaft Asylantenheim gesagt. Asylum ist von der Irrenanstalt. Ich wusste nur noch was mit A. Naja, dann ist es aber halt trotzdem das Krankenhaus, das Asylum, weil ist ja eine Heilanstalt. Okay, aber die Übersetzung ist dann was anderes. Ich geh hoch. Bist du hier? Bist du da? Bist du hier? Bist du da? Der Raum ist hier unten bei mir. Bist du da? Nein, kannst runterkommen. Ja, ich mach trotzdem jeden Raum hier oben und gucke gleich mit nach dem Knochen. Kein Knorri-Knorri. Ja, welcher Raum ist es denn? Ach, die Küche. Ein Raum weiter als eben. Bist du hier? Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Gefriertemperaturen auf jeden Fall. Ich hatte gerade minus 1 Grad. Okay, die hatte ich eben noch. Ja, ich sehe auch Atem. Ach, du machst da, dann mach ich da hinten. Right in the book. Ich sehe aber noch Dingsbums nicht. Wobei wir haben jetzt draußen auch im Vorraum schon Gefriertemperaturen, wo er gerade war. Ja, aber ich hatte hinten, wo ich die Kamera aufgebaut habe, gerade habe ich meinen Atem gesehen. Ja, wir haben auch hier drin minus 5 Grad.
Ich gehe mal nach Orblunzen. Und ein Orb ist zu sehen. Hatten wir einen? Ja, Phantom, Mare oder Jurei. Spiritbox, EMF5 oder Ghost Riding. Auf die Box hat er nicht geantwortet bis jetzt. Und warum nehme ich dann gerade UV-Lampe mit? Weil du übermütig bist. Hat jemand das Buch schon reingelegt? Ja, mache ich immer als erstes. Ich höre hier einen EMF. Ich glaube, er ist in unserem Wagen. Das Parabolen-Mikrofon zeigt da Lautstärke an. Wir haben 3er EMF-Ausschlag. Ich hab mal, Foto, Wasser, Foto, Geist und Zeuge eines Geister-Events. Ich hab mal vor jedem Eingang. Der ist hier im Raum gerade gewesen. Ich hab leider keine Fotokamera mitgehabt. EMF, ist das 5? Ich kann's nicht sehen. Ist 4. Ich hab vor jede Tür mal Salz gemacht. Also ich stand gerade vor mir, ich habe ihn gesehen, ich hatte aber leider keine Fotokamera mit. Schreib in das Buch! Kannst du schreiben? Ja, ich zähle als Folge eines Geister-Events. Also Buch macht er nicht und EMF bis maximal 4 bis jetzt. Dann spreche ich gleich mal in die Box. Reagiert er eigentlich auf Einzel oder auf Gruppen? Wie wir beide hier mit Kameras stehen. Ja. Ja, hab ich einen Raum geschmissen gehabt. Okay, ich gucke eben nach meiner Sanity und würde dann einmal vielleicht Sanity Pillen nehmen, bevor ich reingehe, weil jedes Mal, wenn ich drin bin, macht der irgendwas. Wir hatten gerade einen 10er Ausschlag kurz, ich habe noch 55, wow. Bist du hier? Sprich mit uns. Das Sprachtelefon liegt dann beim Buch. Dann knallt er mir die Tür zu. Are you here? Are you there? How old are you? Wie alt bist du? Bist du da? Say something. Are you there? How old are you? Say something. Sag etwa. Was hast du jetzt fotografiert? Die Dose, die auf dem Boden lag. Aber nix. Are you here? Are you there? How old are you? Warum habe ich hier draußen auf einmal Gefriertemperaturen im Essenssaalraum? Tja,
5 EMF. Gut, Frage geklärt. Ich guck mal nochmal nach, ob wirklich 5 war. Wow, fick. Ich hab auf einmal hier im Speiseraum, wo der Essenstisch steht, Gefriertemperaturen. Das war so arschklar. Ja. Da war er. Da hinten war er bei der Tür. Könnt wieder. Hast du schon fotografiert? Ja, bringt zwar nichts, aber einfach so Respekt halber. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Foto vom Geist und dreckiges Wasser. Jupp, Wasser und Foto vom Geist. Ich habe den halt auch nur ganz kurz hier in der Ecke, wo es richtig dunkel ist, gesehen auf der Kamera. Erstmal ein paar Pillen geben. Wir müssen halt gucken, ob er. Der kam die ganze Treppe hoch. Ja, das ist ja normal. Der Geist wandert ja durchs ganze Haus. Wir wissen aber halt noch nicht, ob es EMF ist oder. Talkbox. EMF, doch. Oh. Was hast du jetzt fotografiert? Ich wollte die Talkbox anmachen und hab ein Foto geschossen. Der war ziemlich sicher, ist das EMF. Hab Sicherungskasten angeschalten. Okay. Und hab oben nach dem Wasser nebenbei geguckt und hab einen Knochen. Aber leider kein. Nee, Wasser ist noch nicht zu sehen. Ja, ich hab das Geräusch auch noch nicht gehört. Genau. Wo war da gerade der Geist?
Der hat hier gerade eine Tür aufgemacht. Weiß, dass CO2 hier ein Glas rausschmeißt. 10. Selbst im Totenreich ist CO2 noch total alkoholgeil. Kannst wieder. Mir doch mein Spaß. Da waren wir tot. Könnt ihr mal bitte alle zum Bus kommen mit irgendwas? Ach, du bist auch tot? Ja, ja. Okay, eins sehe ich hier schon mal. Es ist irgendein Glas. Gibt's noch was Zweites? Bitte einmal hinten zum Bildschirm werfen, wenn ihr abfahren wollt, oder da hinten, wenn ihr noch nichts eingetragen habt. Wir sollen oder abhauen, wir sollten abhauen, Ike, weil, es ist ein Phantom und Phantome kann man nicht fotografieren, damit ist die zweite Aufgabe nutzlos und die, dritte Hallo? Aufgabe ist Wasser und Wasser ist unnötig zu tun, also, ich werde gehen. Okay, nur für euch, ich habe Phantom eingetragen. Phantom? Ja, ich habe ja auch EMF 5 gecallt.
Boah, zähl doch nicht runter. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da schlage ich mit meiner Flasche. Ja, das war ein Phantom. Ja, wie schön auch, dass jeder auf mich gehört hat, als ich gesagt habe, ich habe einen EMF-5 gehabt. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, weil, also ich habe dir sofort geglaubt, deswegen habe ich auch Phantom eingetragen. Ja, ich hatte es ja dann auch drin. Und ein Phantom kann man nicht fotografieren.